Frauen in klassischen Männerberufen sind immer noch eine Seltenheit. Aber es gibt zum Glück einige Firmen, die bewusst auf Frauen als Mitarbeiterinnen setzen. Und es gibt immer mehr Frauen, die in Männerberufen ihre Frau stehen wollen. Wie zum Beispiel im Bereich der Kfz-Technik. Das Rollenbild der Frau hat sich gewandelt und wer jetzt noch denkt, Frauen in Männerberufen unterschätzen zu müssen, der soll sich an Jenny ein Beispiel nehmen. Das ist eigentlich seit meiner Kindheit eigentlich schon, dass ich mich zu dem Beruf gewidmet habe, sagen wir es mal so. Also Puppen hat es früher bei mir nie gegeben, nur Autos, immer Matchbox-Autos, egal was, also immer meins. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, Frauen in Männerberufen sind kein Widerspruch. Im Gegenteil, die berufliche Gleichberechtigung ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Das erste Lehrmädchen hatten wir vor ungefähr 20 Jahren. Die kam von sich aus, war total begeistert über einen Kfz-Betrieb und wir haben sie probeweise aufgenommen. Und ich war ganz begeistert, wie erfolgreich das Mädchen war, wie engagiert das Mädchen war und damit hat eine lange Reihe von Ausbildungsjahren für junge Mädchen in so männerspezifischen Berufen bei Rainer begonnen. Dabei sind nicht nur Mut und Können gefragt, sondern eben auch die Überzeugungskraft, dem eigenen Umfeld beizubringen, das Gleiche leisten zu können, nur eben ein wenig anders. Automechaniker, so war die Reaktion circa, aber sie akzeptieren es, warum nicht? Das ist genauso auch ein Beruf, auch wenn es jetzt kein typisch fraulicher Beruf ist. Man muss sich halt durchsetzen. Frauen in traditionellen Männerberufen. Gerade als Kfz-Lehrling war Jenny selbst verblüfft, wie wenig Aufsehen sie bei den durchaus kritischen männlichen Kunden hervorrief. Die Reaktionen waren erstaunlich. Ja, also die, was ich bis jetzt gehabt habe, die Kunden, die waren eigentlich sehr erfreut darüber, dass jetzt Frauen auch endlich in dem Berufsbild drinnen sind. Und sie finden es eigentlich recht gut. Kfz-Lehrling und Frau, kein Hindernis? Warum denn auch? Ein Nachteil hat sie eigentlich keinen, weil es eigentlich das Gleiche ist. Sie kriegt das Gleiche auch zusammen, was der Mann schafft. Beim AMS und Berufsinformationszentrum weiß man ganz genau über die Vorteile und auch die Zukunftschancen von Frauen, die in Männerberufen ihren Mann bzw. ihre Frau stehen, Bescheid. Die Frauen sind heute sicherlich flexibler und haben hier auch nicht mehr diese Abhängigkeit von früher. Mit Unterstützung durch eine breite Rahmenbedingung ist es ganz einfach so, dass sie sich hier durchaus auch in handwerklich-technische Berufe interessieren und orientieren. Und da ist es auch wichtig, dass man sich professionell beraten lässt. Also worauf noch warten? Die Vielfalt an Berufen steht beiden offen. Frauen und Männern gehört eben die gleichberechtigte berufliche Zukunft.